Was geht, Leute? Mein Name ist Andrew Fox und willkommen zurück zu Fallout 4 in VR. Das letzte Mal haben wir leider Maxwell's World den Rücken zugekehrt. Leider wegen eines Bugs. Aber vorübergehend, wir werden da irgendwann wieder zurückkommen. Aber nichtsdestotrotz widmen wir uns wieder dem Ödland und haben auch wieder eine Wasserstätte gefunden. Voller Myalurks. I hate Myalurks so much. Und da werden wir jetzt zurückgehen. Mal gucken, was uns dann erwartet. Machen wir den Druck jetzt los, bis gleich. Wie es hier aussieht, ey. Schon wie zu Hause. Nur ohne Myalurks. Komm mir bloß nicht zu nah. Auch noch ein Legendary. Also, das wird unser nächstes Ziel. Wir haben hier das Wasser runtergelassen. Dann sind diese Myalurkers dann quasi uns entgegengesprungen. Fatal. Ghost, was sagst du dazu? Nicht so gut, oder? Und das war diese Control Switch. Ja gut, was soll ich sagen? Da müssen wir jetzt durch. Munition haben wir genug, brauchen wir auch. Na, jetzt verziehen die sich. Ich will die Tür nicht aufmachen. Ich will sie nicht aufmachen. Wir haben hier Fenster. Die müssen wir nutzen. Das sind gute Fenster. Aber jetzt verstecken die sich da unten. Diese Drecksviecher. Irgendwie leckt das Spiel auch. Warum leckst du? Du darfst eigentlich nicht lecken. Habe ich irgendwas eingestellt letztes Mal? Ich weiß es nicht. Ich laufe mal ein bisschen rum. Sollte aber eigentlich passen. Irgendwie ist die Grafik irgendwie besser. Habe ich irgendwas umgestellt? Oder war ich einfach schon lange nicht mehr hier? Das sind Probleme. Und los. Das ist kein Fenster, das ist ein Fenster. Oh Mann, okay. Dann nehmen wir aber sicherheitshalber und los. Keine Bewegung? Ich sag das, keine Bewegung. Ihr habt gesagt, keine Bewegung. Ich hab dich gewarnt. Ganz ruhig. Irgendwo ist hier noch der andere Dude. Da ist er. The Legendary. Okay, komm, komm mit mir. Komm mit mir, Bro! Ich sehe ihn nicht, ich brauche dein Gesicht. Zeig mir dein wunderschönes Gesicht. Naja, okay, wunderschön. Reden wir noch mal drüber. Na also, gotcha. Eine Pistole. Die kannst du behalten. Aber die ist vielleicht viel Geld wert. Na, 125. Naja, was soll der Geiz? Naja, like meat. Wir müssen jetzt hier gewisse Schalter suchen. Oben, hallo. Hier lief. Fand wohl eine Starti-Pad. Party statt. Undock Advanced. Das ist doch easy für uns. Oh. Stimpack. Auf dem Radar hat sich wieder was gezeigt. Setzt aber es hier nichts von Bedeutung. Ruhe! Oh. Ja, ja, das macht er gleich. Munition. Munition darf man nicht vergessen. Wo ist denn eigentlich Brutus? War die nicht eigentlich mit uns hier unterwegs? Oder sind die draußen? Faule Säcke. Verkürt. Jetzt läuft es, glaube ich, wieder gut. Brutus!
Ich mein Ghost! Mensch! Steht er mir vor dem Weg? Ape for the world. Oh, die Grafik ist toll. Irgendwas habe ich eingestellt. Ich glaube, mich erinnern zu können, dass ich letztes Mal eine Mod installiert habe, die, was leuchtet da? Die das Bild ein bisschen schärfer macht. Aber unabhängig von... Achso, da ist der Schalter. Unabhängig von der FS. Ich glaube schon. Dann ist der nächste. Was ist das für eine Softshell-Meilek? Oh Mann, die sind überall. Immer schön ins Gesicht rein, da kommt der nächste. Vielleicht ist er so dämlich. Du. Ah, da kommst du, hä? Huh? Jetzt, wo die meiste Arbeit gemacht wurde. Wenn ich will, der muss fühlen. Heißt es doch so. Okay, gehen wir wieder zurück. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, bei euch ist es nicht so kalt und feucht wie hier in dieser Gegend. Ich meine, draußen wird es ein bisschen wärmer. Der Schnee ist aufgetaut. Ein paar kleine Überbleibsel vom Winter sind noch zu erhaschen. Aber nichtsdestotrotz bin ich mitten in der Umzugsphase. Ich hasse Umziehen. Also das Gepäck rumtragen, das macht mir nichts. Weil dann weiß ich, was auf mich zukommt. So eins nach dem anderen immer. Aber erstmal die Sachen reinbekommen. Das war kein Ghost. Das war auch kein Brutus. Und... der andere Dude, den Namen jedes Mal vergesse. Nur ein Meierlöcke. Verdammte Meierlöcke. Ah, da war die Tür zu. Ich erinnere mich. Uah. Los. Das genau. Genau vor mir. Oder über mir. Bug. Ja, was wäre Fallout 4 ohne Bugs? Da hätten wir aber das hier vergessen. Wenn es jetzt reibungslos funktioniert hätte. Alles hat seinen Grund. Sag ich ja immer. Dann gehen wir den Weg. Wow, Alter! Dieses Krabbelvieh. Ich glaube, die NPCs haben es hier nicht so einfach mit der Navigation im Laufen. Aber ich schaffe das auch ohne die. Müsste wahrscheinlich das letzte Level an Flüssigkeit sein. Oh. Ja, guck mich an. Na also. Hat mir jetzt wieder viel zu viel Munition gekostet. Ah, ich spring jetzt da runter. Guck mich an. Guck mich an, wenn ich mit dir rede. Meierlux. Ich und Meierlux werden wohl nie Freunde. Aber irgendwo hupt's noch. Muss ich da rein? Kann ich da rein? Nicht sicher. Verdammtes Labyrinth.
Gut, Ghost. Gut, dass du mir hilfst. Nicht. Oh, Level Up. Das vergesse ich immer. Gucken wir auch gleich mal rein. Wow, beruhig dich. Ich hab gesagt, beruhig dich. Stuff. Ja, ja. Free Stuff. Je nachdem, wie man es nimmt, könnte man auch als Diebstahl bezeichnen. Okay, okay. Muss ich mal kurz sammeln hier. Da unten war jetzt, da waren wir ja. Ich gehe nochmal hier. Duck. Duck. Komme ich vielleicht so in den Raum rein? Nee. Sieht man da was? Oh, 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 oh. Radioactive. Kann ich von der Seite rein? Auf jeden Fall kommt man ja da hier runter. Mal gucken. Ich... Ach so, von hier. Okay. Ja, ja. Easy. Warum einfach, wenn es auch schwer geht? Da ist der Dude. Yeah, complete. Sehr gut. Oh, Otus. Ich bin gleich schreckhaft. Wie eh und je. Aber so müssten wir jetzt alles haben. Wasser ist abgepumpt. Nehmen noch schnell die Munition mit. Munition ist wichtig. Weiß man ja. Oh, da ist noch ein Knopf. Achso, das war die Main. Ja, gut. Schön. Ich hätte nämlich jetzt ewig gesucht. So. Und da ist unsere Belohnung. Am Ende des Tages gibt's immer was Gutes. Süßigkeiten. Blowback. Aha. Na gut. Zum Verkaufen. Aber Munition, Munition, Munition. Eine Sniper Rifle. Na, dann gehen wir mal kurz auf Großübersicht. Aha. Light White. Das können wir klein machen. Geld. Achso. Jetzt habe ich nur compared. Okay. Das nehmen wir. Das nehmen wir. Und den Spoon brauchen wir nicht. Aber Armor Piercing. Das ist doch. Nehmen wir mal. Nehmen wir mal. Oh, ich säckel. Wieder viel zu viel. Ja, wir müssen langsam mal irgendwie unser Zeug hier klein bekommen. Bin auch nicht sicher, wie das mit dem Dingens geht. Das raus. So, und dann haben wir noch ein bisschen Platz. Okay, auf jeden Fall müssen wir unser Zeug mal ein bisschen hier sortieren. Zeugs, was wir halt nicht brauchen, rausmachen. Das machen wir. Wir gehen aber jetzt kurz raus. Das haben wir completed. Kommen Sie rein. Dann halt nicht. Dann kommt halt später rein. Gut. Muss eigentlich schon wieder Tag sein draußen. Hoffe ich doch. Nope. Seht euch das an. Wunderschön. Strahlender Sternenhimmel. Mit einem Ödland. Und die Schärfe ist top. Ich habe irgendwas Schönes eingestellt. Auf jeden Fall sieht es wunderprächtig aus. Mit guten FPS. Ja.
Schön. Ja, auf jeden Fall suchen wir jetzt erstmal kurz etwas, um hier die Nacht zum Tag zu machen. Ein Stuhl, bitte. Haben Sie mir einen Stuhl? Ja, ich hab's mir schon gedacht beim Vorbeilaufen, dass da eine Falle ist und ich da halt einfach blind durchlaufe. Ja gut, das ist schön, dass wir nicht explodiert sind. Das wäre halt dann noch die Härte gewesen. Haben Supermutanten keine Stühle zum Sitzen? Ernsthaft? So einen kleinen Schemel? Da ist er. Gut. Dann lassen wir es kurz Tag werden. Ich tue ein paar Sachen verschachen. Und dann finden wir uns wieder. Bis gleich. Also der aktuelle Plan ist, wir geben jetzt erstmal die Quest ab. Von dem Supervisor White. Ich habe jetzt hier in der Nähe nichts gefunden, wo wir unsere Sachen quasi ausbeuten können. Also quasi Sachen, die wir nicht mehr brauchen, scavengen. Ha, müssen wir auf dem Weg einfach mal finden, aber irgendwo etwas verkaufen können. Vielleicht haben wir ja Glück. Auf jeden Fall ab zur Questabgabe. Wie man hier sehen kann, ich habe hier im Gras etwas verändert. Wunderschönes Gras, auch ohne Kosten von FPS. Light White sozusagen. Finde ich echt gut. Ich fand es ein bisschen öde im Ödland. Ohne Gras. Denn eben, was soll man sagen, also es ist jetzt 200 Jahre nach dem Atomunfall. Die Natur hatte Zeit, genug Zeit, sich zu regenerieren. Und das soll man auch sehen. Dementsprechend Gras. Gras ist gut. Gras ist Natur. Ich rede hier nicht von Substanzen, die man rauchen kann. No, no, no. Keine Macht an Drogen. Da bin ich nicht dafür. Aber Natur, ich bin für Natur. Ich mag Wiesen. Weite Wiesen. Für mich kann einfach alles voll mit Wiese sein. Wohnen neben der Wiese. Das ist mein Traum und das werde ich jetzt auch endlich erreicht haben. Wir werden zu einer schönen dörflichen Gegend ziehen. Wie gesagt, mit Wiese viel Platz. Viel Platz, wirklich viel Platz. Also ich bin gespannt, wie der VR-Raum aussehen wird, wenn ich damit erstmal fertig bin. Ho, 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 holy moly. Das wird eine Arbeit. Deswegen wird es auch erstmal einen Monat Pause geben. Ab dem 1. März. Aber es wird sich lohnen. Ich lasse mal vorbei. Jetzt sind wir doch wirklich tatsächlich vorbeigelaufen. Bin gespannt. Aber noch haben wir 4 Folgen vor uns. Oder 5? Weiß nicht. Schauen wir mal. Supervisor White. Darling, so good to see you. You fixed our water problem. Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Oh, such a gentleman, too. I simply must give you something. Here, you can have some of our produce. I'll ask Greeny to give you a discount, too, if there's anything else you need. Now I simply must get back to work. Ta-ta! Ta-ta! So, noch mehr Aufgaben für mich? Mr. Handy, wo ist Officer Brown? Officer Brown? Supervisor Brown. Jolly good to see you. Mehr nicht? Okay. Das heißt, wir müssen uns eine neue Quest aussuchen. Haben wir vielleicht hier eine Werkbank oder ähnliches? Aber wir können hier eine bauen. Das können wir schnell machen. Dann kann man mal zeigen, wie das Ganze hier funktioniert. Wenn ich weiß, wie das funktioniert. So.
So. Also, was brauchen wir? Wir brauchen... Oder ist hier das da? Source Raiders Armor. Ich glaube, das sind nur Verkaufsstätten. Das wollen wir nicht. Resources. Scavengers. Ich habe ewig lang nichts mehr damit gemacht. Ich habe keine Ahnung. Water. Defense. Power. Furniture. Structure. Special. Beruhig dich. Brutus, beruhig dich. Ich bin mir sicher, dass es doch ging. Muss es mal durchgucken. Crafting, da haben wir es doch. Advanced Emanation. Emanation. Armor. Armor Smith. Armor Crafting. Oh man, so viel Zeugs. Unglaublich. Aber wir brauchen ja nur etwas, um es zu scavengen. Dickel, Electric. Es ist so viel Zeugs. Ich habe keine Peilung, was was ist. Aber auf jeden Fall brauchen wir Weapon. Na, so viele Waffen haben wir nicht. Wir haben eher Armor, was weg muss. Gleich wieder am Anfang. Armor Crafting, Armor Smith. Screws. Uns fehlen Schrauben. Oder das da? Was hat der Unterschied? Armor Smith. Ah, können wir eh nicht. Aber das könnte. Nee, Local Leader. Kennen wir auch nicht. Okay, dann hat sich das eigentlich schon erledigt. Super. Okay. Wo geht's jetzt weiter? Was haben wir auf dem Marker? Wir haben hier so einen Giesenglobe. Der ist gleich in der Nähe. Da gehen wir jetzt hin. Ja, da gehen wir jetzt hin einfach mal. Ich kann's jetzt auch nicht heben. Über die Gleise. Okay. Dann gehen wir mal über die Gleise. Wahrscheinlich hier dieses Gebäude waren wir. Nee, da waren wir noch nicht. Keine Gegner? Auf jeden Fall ist hier irgendetwas. Sollen wir da schon rein? Ja, da ist nix. Ja komm, dann gehen wir jetzt da schon mal rein. Wenn wir schon hier sind. Wo ist denn der Rest? Okay. Smithony? Ich habe deinen Namen immer noch vergessen. Werde ich wohl wahrscheinlich niemals merken. Beantown Brewery. Bier! Bier ist immer gut. Brauche ich mal Schimmer ein. Zu Bier sage ich nie nein. Got it. I once found a junk pipe pistol that had been in a safe that was locked for over 200 years. Bier. Also entweder fandest du es toll, dass ich jetzt hier irgendwas geknackt habe, oder du findest Bier genauso toll wie ich. In jedem Fall, wow! Und hier los. Da ist einer. Ganz ruhig. Ba-ba-ba. Pause Recording. Es ging jetzt aber schnell. Aber ich habe alles im Griff. Headshots. Oh fuck. Wieder das Falsche. Das wollte ich nicht. Boah, ist das schlecht.
Mich aber nicht gesehen. Wahrscheinlich die anderen gesehen. Duckt ihr euch eigentlich? Ja, okay. Ja. Alles so ein bisschen random hier. Weil die Falle, die sehe ich. Die ist aber schon entschärft. Ich glaube, da brauchen wir hier nicht stehen. Die wissen Bescheid, dass wir kommen. Da brauche ich nicht groß drumrum palabern. Das Bier ist wahrscheinlich auch schon alle weg. Als weggesoffen. Aber es ist halt. Let's do the world a favor, down. Ja. Aber das ist doch Bier. Kannst du nicht einfach alles in die Luft jagen? Komm. Wie ist denn dein Name nochmal? Gabriel. McBride. Ja, genau, der McBride. Der gute alte McBride. Vielleicht merken wir uns Gabriel einfach. Gabe. Gabe. Gib. Geht's da raus? Ne, da geht's auf. Und jetzt hören. Oh Gott! Du bist aber leise unterwegs gewesen. Just when I was getting bored. Ganz ruhig. No way is this worth it. Was willst du machen? Ja, du hast Angst, gell? Ne, du hast trotzdem keine Chance gehabt. Erst hier so auf hart machen. Sorry, aber komm. Ich kenn dich. Du hättest gewartet. Und beim nächsten Moment hättest du mich halt umgebracht. Oder du wolltest dein Zeug nicht mit mir teilen. Natürlich gar nicht. Nur weiß. Na komm. Noch ein bisschen? Yes. Yes. Ganz ruhig. Kommen Sie mit erhobenen Händen raus. Dann wird Ihnen nichts geschehen. Spaß. Oh Gott. Careful, Lex. Noch schlimmer. Terminal. QA Data. Corrupt. Four-year capital spending is now estimated to increase over the previous year, thanks to budget tightening and the lowering of quality control in the product, including an increase in the water-to-ward ratio. Nicht interessant. Zumindest, da ist einfach nichts interessant. Also manchmal ist da wirklich nichts interessant. Oder ich habe den Wink nicht verstanden, oder ich habe mir jetzt auch einfach keine Mühe gegeben jetzt da. Es hat ja schon langweilig angefangen. Hier ist nichts. Nichts? Gar nichts? Dann gehen wir halt hier runter. Ja, das ist blöd. Psychopath. In dem Moment runter, wenn man erstmal nachlässt. Also, Tipps für euch. Die ich selber nicht anwende. Erst nachladen, dann in die Action. Oh, Bowling. Easy. Naja. Da geht's womöglich raus. Sonst würde da nicht Exit stehen. Wahrscheinlich der Haupteingang. Und hier noch irgendetwas? Terminal. Brewery 2 Info. Nein. Tours happen every half hour and can last anyway from 5 to 6 minutes. Guests are treated to be a bird's eye view of the brewery from our elevator walkway. The brewery is not liable from any patrons who fall from the
Okay, oh, das kann auch passieren, okay. Guardrails have been installed for the safety. Tests include a scanner from purchasing made of grift shop and a complementary testing in the parking lot as a gas light leave. Temperature of the complementary lab testing is not guaranteed. Okay. Oh man, jetzt hab ich Durst auf Bier. Ja, ich komm gleich. Oh. Was da passiert? Los, Ghost. You should know when you're outmatched. Ja, ich bin nicht outmatched. Oh Gott. Udus, hättest du ruhig mal was machen können. Oder hast du nicht gewusst, dass es ein Gegner ist? Der hat man Hazmat-Suit. Hazmat-Suit ist echt gut, das brauchen wir. Was? Ach so, Taschen. Mhm. It's the next. Brauchen wir Hazmat-Suit? Oh, jetzt kann ich wieder nicht laufen. Mal wieder irgendwas wegschmeißen. Wir müssen echt dringend ausmustern. Gut, dass wir hier den Indikator haben. Und das. Das raus. Nee. Es ist halt echt viel zu viel Zeugs. Das da und das raus. Wiegt nur 4. Und irgendwas anderes, was viel wiegt und raus muss. Hier 13. Ah, sorry. Großartig passiert ist hier jetzt noch nichts. Ah! Weapon Benchmark. Immerhin. Können wir schon die Weapons machen. Da ist die Belohnung. Hier holen wir mal den Aufzug. Und hier haben wir ein Rezept. Tempting usability. Gwinnett. Okay. Pack das Spiel ab. Ernsthaft. Naja. Also, wo waren wir? Unlock. Loose. Oh, so viel. Okay. Trouble. Crew's getting restless. Still got plenty of beer, but food getting low. Send Sparta and her crew out of Battlefield. See if they could find Battlefield. Find something, but folks are going to start dissecting if we don't turn up anything edible soon. Closest reserved are the federal stockpile, but it seemed Lily and Red Turret's parents never thought those bitches to share. Gonna have to make a move if we don't hear from Sparta soon. Hmm, fucked up bad. We tried to storm the stockpile, but Lily, Red and crew were stuck in the little ticks. Wiped out Hull all men before we couldn't pull. Drag and Hook managed to grab a couple of hostage. Maybe we can trade them for a couple. Red, Lily und Red, das waren doch hier die Crew, die wir letztes schon mal hatten. Hm. Jackpot, Lily, it's fucking Lily. I would recognize the bitch anywhere. Drag brought the hostage from the raid up to my room and the second I saw her, I knew we were saved. Now Red will have to deal with us. Unless she preferred getting her sister back in peace. Ja, ja, da waren doch die zwei Rivalisten. So much food, never seen so much food. When I told her we had her sister, Red thought I was full of shit. But one letter from little sis cleared things up real quick. Now the crates are pouring in and so are the recruits. At this rate, we will be able to make a move on Covega or DB Tech before the year's out. Fuck, how the fuck did she get loose? I chained that bitch to the fucking floor. Was viel zu viel fucking. Was still half asleep when she came at me. I thought I was aiming at her leg. Now there's blood fucking everywhere. Got to clean this up. Do something with the body. This can't get out. Red's not gonna give us shit
If she finds out her sister's dead, problem solved. Rumor of a fat caravan train drifted in tomorrow, today. All crew went to hit it, except it never showed, cause it didn't exist. While everyone was out, I stashed Lily's body in one of the vats. Oh, think she even improved the flavor, that's one problem solved. But this gang's dead in the water unless the food keeps coming in, and that means Lily's letter have to keep going out. I'm gonna need to find some more. What? Er schreibt also das. Okay. Someone eyes Red and her whole fucking crew. Gonna send out some scouts. Make sure, however, cleared the place out. Ain't setting up shop. Then the stockpiles out for the looting. Hope they will. Das waren doch wir. Wir. Glaube ich. Corvega. Seems somebody took down Jared. Ja, wir. Much as I hate that. Cam Hungry Bastard. He was no pushover. We are gonna need more guns. I'm through. Aber die sind ja schon weg hier. Sonst wäre er jetzt hier. Perfect. Oh. Picket fence. You are now able to build picket fencing at Settleton. Bla bla bla. Okay, gut. Aber jetzt erstmal zum wichtigen Teil. Munition, Munition. Sonst nichts. Nehmen wir einen Jet mit. Okay. Warte, ich guck mir kurz, wie Sniper Rifle aussieht. Ist es eine gute? Momentan haben wir keinen Gebrauch für Sniper. Obwohl, sollen wir die mitnehmen? Haben wir überhaupt eine? Ich habe keinen Durchblick mehr. Sniper Rifle. Können wir es anschauen? Nee, können wir nicht. Aber es ist die gleiche. Ja, haben wir. Okay. Will du kurz wissen, geht's hoch oder runter? Down. Okay. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier so ein, quasi so einen Bandenkrieg. Und die Rede ist von uns, wir als Unbekannter, der quasi hier alles säubert. Ich bin mir nicht sicher, ob wir den Scheffel jetzt erledigt haben. Zumindest haben wir hier Gegner gehabt. Aber keine Ahnung, ob einer von denen der Chef war. Würde wahrscheinlich der Name draufstehen. Also wenn, dann war es doch der. Howard Tom. Ich bin mir nicht sicher. Bin mir echt nicht sicher. Aber auf jeden Fall gehen wir jetzt hier raus. Genug. Und im Ganzen. Nehmen wir auch die Caps mit. Draußen regnet's. Oh Mann, ich hab mich verirrt wieder. Ich wollte jetzt den normalen Eingang nehmen. Ja. Haben wir gleich. Dann geht's halt wieder hoch. Oh! Das erinnert mich an was. Wir haben fast vergessen. Hier ist ja noch ein Safe. Expert. Nice. Nice. Munition, 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 Munition. Und eine Haarbürste. Easy. Wir sind zu schwer. Okay. Auf jeden Fall gehen wir hier raus und dann suchen wir uns was Nettes. Eine nette Quest. Ja. 4 Folgen haben wir noch. Bis zur Pause. Würde ich sagen, ab zur Atmut. Ja, die Raider im Ödland, die müssten uns fürchten lernen. Bald ist nichts mehr von ihnen übrig. Oder wir werden vielleicht irgendwie den Chef das Ganze mal kennenlernen. Aber dann wird er auch uns kennenlernen. Also bis jetzt passiert echt viel im Ödland, aber da kommt ja noch einiges mehr. Gespannt, was jetzt noch kommt. Und ja, ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Großes wird kommen, ich spüre es. Und ich hoffe, ihr seid dabei. Bis zum nächsten Mal, euer Nan Fox. Ciao. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst ein Like da und abonniert den Fuchs.